Jetzt, Nora Ili, Europas bekannteste Muslime im großen Interview. Die umstrittene Politaktivistin aus der Schweiz, die freiwillig zum Islam konvertiert ist, mobilisiert jetzt gegen das Burka-Verbot. Warum sie mit ihrer Vollverschleierung das Gesetz in Österreich einfach nicht respektiert. Ganz klar gegen das Menschenrecht. Was sie und ihre islamischen Glaubensschwestern der Regierung vorwerfen. Frauen, die seit diesem Verbot teilweise seit 2 Monaten nicht mehr aus dem Haus gehen. Wie sich im Untergrund bereits eine Gegenbewegung im Kampf gegen das Burka-Verbot firmiert. Es sind Frauengruppen, die sich formieren in Wien. Und weshalb der Steuerzahler schlussendlich für die Sünden der Politiker und die Folgen durch das Burka-Verbot bezahlt. Sehen Sie nur schon dieses Konfliktpotenzial an, wenn ein Kind aufgrund dieses Nikab-Verbots gezwungen ist, sozusagen seine ersten 5 Lebensjahre mit der Mutter mehr oder weniger zu Hause zu verbringen. Jetzt, Nora Ili, Europas bekannteste Muslime im großen Interview. Über Unterdrückung, MeToo. Aber ich sage, der Ursprung von MeToo sehe ich ganz klar im Westen. Und warum Frauen im Islam viel besser dran sind. Jetzt, Nora Ili, das große Interview. Schonungslos, direkt und provokant. Nur auf OE24TV. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir sind heute hier in Zürich und treffen hier Nora Ili, eine Politaktivistin, die zum Islam konvertiert ist, obwohl sie eigentlich Schweizerin ist. Ein bisschen untypisch das alles. Und Frau Ili kennt man bereits aus den Medien, denn sie hat schon mehrfach für Furore gesorgt. Nicht nur damit, dass sie zum Islam konvertiert ist, sondern auch immer wieder mit ihren Aktionen, die durchaus ein bisschen provokant sind. Aber über das alles sprechen wir gleich. Erst einmal herzlich willkommen, Nora Ili. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass wir uns heute hier treffen. Vielen Dank. Der Grund, warum wir zu Ihnen nach Zürich kommen mussten, ist ein ganz simpler. In Österreich herrscht das Burka-Verbot, etwas, was Sie extrem ärgert. Und da ist jetzt natürlich auch noch das Problem, dass Sie nicht mehr so leicht einreisen können. Genau, also es geht nicht um Ärgern, sondern ich fühle mich ganz klar durch dieses Verbot, also nicht nur ich, sondern auch die Musliminnen in Österreich, durch dieses Verbot in ihren Rechten beschnitten. Also es gibt viele Fälle von Frauen, die jetzt ihre Wohnung wirklich nicht mehr verlassen können aufgrund dieses Verbots. Und es ist eine ganz klare Einschneidung unserer Persönlichkeitsrechte, sei es bezüglich Religionsfreiheit, sei es bezüglich Selbstbestimmung, sei es bezüglich Bewegungsfreiheit. Also unsere Rechte von muslimischen Frauen werden in Österreich mit diesem Verbot begrenzt eingeschnitten. Das ist eigentlich sehr viel, was Sie da jetzt irgendwie anprangern an der österreichischen Politik. Sie sind dann nichtsdestotrotz nach Österreich eingereist und wollten sich einmal selbst davon überzeugen, ob das Burka-Verbot denn wirklich irgendwie durchgezogen wird. Was war da Ihre Erfahrung? Wieso haben Sie es überhaupt gemacht? Und wie war Ihre Erfahrung, als Sie da in der Burka durch Wien gegangen sind? Was hat sich dazu getragen? Also es ist ganz einfach. Ich trage keine Burka, sondern einen Gesichtsschleier, einen Niqab. Und ich möchte nicht meine Reisefreiheit, weil es ist meine Freiheit, dass ich selbst bestimme, wie ich meine Religion leben möchte. Ich schränke niemanden anderen damit ein und ich erwarte, dass mir diese Toleranz entgegengebracht wird, die ich auch bereit bin, anderen entgegenzubringen. Und Wien ist eine schöne Stadt. Ich war schon 2-3 Mal dort, aber hatte noch nie die Zeit, die Stadt etwas anzuschauen. Und da wir in der Nähe waren, wollten wir diese Möglichkeit nutzen. Ja, aber Frau Ili, da muss man jetzt schon ehrlich sagen, Sie sprechen von Toleranz. Wo ist denn Ihre Toleranz gegenüber dem österreichischen Rechtswesen? Wir haben nun dieses Burka-Verbot, wie wir es nennen, ja, was für den Niqab gilt. Wir haben dieses Burka-Verbot in unseren Gesetzen verankert und Sie respektieren das augenscheinlich nicht. Warum? Weil es ganz klar gegen das Menschenrecht, gegen das Recht von Religionsfreiheit ist. Es ist ganz klar gegen das Recht von Selbstbestimmung. Das Argument, warum dieses Verbot eingeführt wurde, war einerseits die Sicherheit. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat bereits widerlegt, im Fall von Frankreich, dass Sicherheit kein Argument ist. Wir haben keine Straftaten in ganz Österreich, sogar in ganz Europa, die von einer Frau oder einem Mann in einer Burka durchgeführt wurden. Der zweite Punkt ist natürlich ganz klar, ich meine, das Argument der Sicherheit, das zählt nicht, weil jemand, der einen Überfall plant, der plant eine kriminelle Handlung. Und der wird sich kaum von so einem Verbot abschüchtern oder einschrecken lassen. Dieses Verbot zielt ganz gezielt gegen muslimische Frauen und versucht sie aus der Gesellschaft gezielt auszuschließen oder mit Zwang, dass sie sich entschleiern müssen, dass sie sich Werten, denen sie nicht
die ihnen nicht entsprechend anpassen müssen. Und dagegen wehre ich mich, weil wir haben keinen Wertetotalitarismus in Europa. Aber auf der anderen Seite sind Sie zu einem Glauben konvertiert, den jetzt, sagen wir, Menschen, die dem römisch-katholischen Glauben angehören, die vielleicht eine liberale Glaubensbeziehung genossen haben, liberale Glaubenserziehung genossen haben. Diese Menschen, die haben den Eindruck, der Islam eine sehr einschränkende Religion ist, der insbesondere Frauen natürlich nicht unbedingt jetzt freiheitsliebend betrachtet oder auch sehr dem Mann gleichgestellt darstellt. Wie sehen Sie das? Ich glaube, daher ist der Dialog so wichtig, aber mit dieser Islamophobie, mit genau diesen Gesetzen, die uns muslimischen Frauen als Kriminelle darstellen, verunmöglichen diesen Dialog zwischen den verschiedenen Kulturen, zwischen den verschiedenen Religionen, der so wichtig wäre, weil die Frau im Islam an und für sich ist nicht unterdrückt. Es ist einfach ein anderes System, als wir vielleicht in der christlichen Religion haben. Aber es unterscheidet sich eigentlich gar nicht so stark. Der Unterschied ist einfach, dass die christliche Religion heute nicht mehr im Kerne praktiziert wird, der Islam sich jedoch immer noch auf die ursprünglichen Quellen beruft. Ich glaube, gerade durch ein solches Gesetz wird es verunmöglicht, dass Frauen eben sogenannt befreit werden, weil sie können nämlich keine Möglichkeit mehr, irgendwie mit der Gesellschaft zu interagieren. Es ist ganz klar, sie sind kriminell. Also das ist jetzt schon sehr hart ausgesprochen, dass man sagt, man versucht islamische Frauen da zu kriminalisieren, indem man das Niqab-Verbot, das Burka-Verbot erlässt. Ja. Auf der anderen Seite muss ich dennoch zurückkommen drauf, es gibt ein Gesetz und das ist einzuhalten und da haben sich natürlich auch andere Bürger dran zu halten. Wenn ich jetzt zum Beispiel in anderen Ländern, islamischen Ländern bin, würde ich mich auch an gewisse Kleidervorschriften anpassen müssen. Man kennt das, wenn man eine Moschee besucht, dass man sich umziehen muss. Wieso ist es Ihnen so schwer gefallen, dass Sie da jetzt nicht einfach sagen, okay, wenn Österreich dieses Burka-Verbot erlässt, dieses Niqab-Verbot erlässt, dann akzeptiere ich das und lege meinen Schleier ab in Österreich, beziehungsweise komme erst gar nicht und versuche erst gar nicht, die Behörden zu provozieren. Der Vorwurf steht im Raum, dass sie es eigentlich nur machen, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Es geht nicht um Aufmerksamkeit, respektive es geht um Aufmerksamkeit für die Rechte der muslimischen Frauen. Ja, darauf möchte ich den Fokus legen und darauf möchte ich auch Aufmerksamkeit erzielen. Und es ist ganz klar, was ist es anderes, als die muslimische Frau zu kriminalisieren, ein solches Verbot? Es bringt keinen Nutzen. Es auch das Argument, dass es den gesellschaftlichen Frieden fördere, dem muss ich diametral widersprechen, denn es gefährdet eher den gesellschaftlichen Frieden dadurch, dass eine Gruppe sich ausgegrenzt fühlt, sich auch Muslime, die selbst nicht den Niqab tragen oder auch Männer, die eigentlich davon gar nicht betroffen sind, sich mit Frauen solidarisieren. Es beginnt sich ganz klar eine Parallelgesellschaft zu bilden. Da gebe ich Ihnen völlig recht, aber dennoch muss ich mich fragen, warum setzen Sie sich so für eine Kultur ein, die eigentlich in den Wurzeln gar nicht Ihre ist? Sie haben gerade vorhin gesagt, irgendwie der römisch-katholische Glaube zum Beispiel wird nicht mehr praktiziert, der Katholizismus geht zurück, auch der Protestantismus geht zurück, weil das alles nicht mehr praktiziert wird. Warum haben Sie sich aber nicht zum Beispiel dafür entschieden, dass Sie sagen, ich kämpfe für den römisch-katholischen Glauben, wo auch meine Kultur wurzelt? Weil Religion und Kultur für mich zwei unterschiedliche Sachen sind. Ich habe mich bewusst mit mehreren Religionen auseinandergesetzt und ich habe mich ganz bewusst aus verschiedenen Gründen für den Islam entschieden. Und ich habe mich gerade für den Islam entschieden, weil ich die Offenheit, die Stellung der Frau und auch die Vielfalt, die wir im Islam haben. Wir haben vier verschiedene Rechtsschulen, von keiner kann man sagen, dieser ist richtig und dieser ist falsch. Und genau diese Vielfalt und diese Offenheit hat mich am Islam fasziniert und hat mich schlussendlich dazu gebracht zu konvertieren. Und ich glaube, nochmals zum Punkt mit Anpassen, wenn wir in eine Kirche gehen, müssen wir auch Kleidung anziehen. Und es ist ja nicht von Ihnen gefordert, wenn Sie in irgendein Land gehen, dass man ihnen zum Beispiel sagt, ziehen Sie sich bitte bis auf die Unterwäsche aus. Ich glaube, dem würden Sie auch keine Folge leisten, weil Sie sich entblößt fühlen würden, weil Sie sich in Ihren Rechten und in Ihren Würden als Frau beschnitten fühlen würden. Und dasselbe ist es für uns muslimischen Frauen, die aus Überzeugung vor Allah seit Jahren den Gesichtsschleier tragen. Wenn man uns sagt, ja, ziehen doch einfach aus, dann wäre das vergleichbar, wenn man ihnen sagen würde, ja, ziehen Sie sich doch bitte bis auf die Unterwäsche aus. Der Vergleich hinkt ein bisschen, wenn Sie mir das erlauben, denn in meinen Augen ist es so, dass ich die Wahlmöglichkeit habe zu sagen, ich kann, wenn ich will, mich bis auf die Unterwäsche ausziehen. Ihr Glaube verbietet Ihnen das aber. Und da ist doch ein großer Unterschied. Also insofern muss ich doch sagen, ist vielleicht irgendwie, sagen wir mal, meine Welt jetzt etwas toleranter als wie Ihre. Welt. Da muss ich Sie leider korrigieren, mein Glauben verbietet mir das nicht, denn ich bin der Ansicht, dass wir haben eben diese vier Rechtsschulen und in allen vier Rechtsschulen ist der Geschichtsschleier erwähnt. Es gibt aber nur eine Rechtsschule, die sagt, dass es Pflicht ist. Die anderen drei sagen, dass es besser ist,
aber stellen der Frau frei, es zu wählen. Sprich, ich hätte jetzt prinzipiell die Möglichkeit, meinen Gesichtsschleier augenblicklich auszuziehen, von der Religion her gesehen. Ich habe keinen Zwang, aber wenn ich dieses Versprechen, wenn ich der Ansicht bin, dass es für mich besser ist, dann nachher mache ich es ja für Allah, mache ich es als eine Kultushandlung. Und darum kann ich das ja nicht einfach ausziehen. Man sagt ja auch nicht einem Christen, ja, dann gehe ich jetzt halt einfach nicht mehr in die Kirche beten. Aber kann man nicht überall beten? Das ja. Kann man überall. Also insofern glaube ich, irgendwie die Geschichte mit dem Gesichtsschleier ist für mich in meinen Augen manchmal doch ein bisschen bei Ihnen schon auch als Provokation gewählt, weil Sie, wenn man Sie beobachtet, dann fällt es schon auf, dass Sie das auch wirklich irgendwie nutzen, um provokant aufzutreten. Sie provozieren mit Ihrem Glauben. Macht Ihnen das auch Spaß in manchen Momenten? Also ich glaube, Sie fokussieren zu fest auf mich. Erstens bin ich keine Österreicherin, so gesagt von diesem Verbot eigentlich auch nicht direkt betroffen. Aber natürlich solidarisiere ich mich mit den Schwestern, mit den anderen Muslimen in Österreich, die eben nicht in den Medien auftreten möchten. Ich würde es sehr begrüßen, wenn mehr Frauen diesen Schritt wagen würden, an die Öffentlichkeit zu gehen, dass es halt eben nicht immer heißt, ja, Frau Illi. Aber es ist halt auch so, dass wenn man in der Öffentlichkeit steht, wird man noch viel stärker angefeindet und es braucht viel Selbstschutz, dass man dem auch standhält. Also wenn man mal auf den sozialen Medien liest, was ich, welchen Angriffen ich ausgesetzt bin nach so einem Auftritt, kann man gut nachvollziehen, warum nicht mehr Frauen so offensiv in die Öffentlichkeit gehen. Aber wenn wir jetzt zurückkommen, es geht ja nicht um mich, es geht ja um die Frauen, die einen Gesichtsschleier tragen in Österreich. Und die sind davon betroffen. Und das sind die Frauen, die seit diesem Verbot teilweise seit 2 Monaten nicht mehr aus dem Haus gehen. Frauen, die nicht mehr ohne ihren Mann jetzt rausgehen, die früher mit den Kindern auf den Spielplatz gegangen sind. Die Kinder sind jetzt sozusagen tagsüber zu Hause eingesperrt, weil die Mutter nicht mehr rauskam, bis der Vater zu Hause ist am Abend. Jetzt gerade im Winter, es wird früh dunkel, also ja, die haben ein ziemlich trübes Leben inzwischen. Es ist so, Frauen seit diesem Burka-Verbot werden angegriffen auf der Straße, angespuckt. Eine Schwester hat mir erzählt, dass sie sogar mit dem Messer bedroht wurde. Also diese Aggressivität dadurch, dass diese Frauen, wenn sie sich für ihren Lebensweg, für ihre Religion entscheiden, und sie müssen sich einmal diese Stärke vorstellen, diese Überzeugungskraft, die es braucht, dass man trotzdem, dass man weiß, dass es verboten ist, sich so noch in der Öffentlichkeit präsentiert. Und diesen Anfeindungen, denen man dann ausgesetzt ist, um diese Frauen geht es und nicht um mich persönlich. Aber sind diese Anfeindungen nicht irgendwo selbst provoziert, wenn ich weiß, es gibt dieses Verbot, wenn ich weiß, der Großteil, wir leben in einer Demokratie, unsere Regierung hat sich für dieses Verbot nun mal entschieden, das heißt, die Mehrheit hat so gesehen durch die Regierung dieses Burka-Verbot beschlossen. Warum kann man das dann nicht akzeptieren? Warum muss man sich dann als Opfer darstellen? Warum versucht man hier zu sagen, wir sind Opfer, wir werden eingesperrt, der Staat zwingt uns zu Hause zu bleiben? Ist es nicht irgendwo vermessen zu sagen, irgendwie, ich wähle das Leben in einem Staat oder ich bin Bürgerin eines Staates mit dieser und dieser Rechtsform, eben einer Demokratie. Warum kann ich nicht akzeptieren, dass das nun mal das von der Mehrheit gewünschte Verbot bzw. Recht ist? Ja, also ich finde diese Aussage brandgefährlich, weil wenn wir in der Geschichte etwas zurückschauen, in die 30er Jahre, da war es auch die Mehrheit, die die Juden hassten. Es war die Mehrheit, die die Kommunisten nicht wollte. Es war die Mehrheit, die forderte, dass Juden gekennzeichnet wurden. Es waren die Medien, die ein Schreckensbild von den Juden zeichnete. Wollen wir heute wirklich nicht mit den Juden, sondern mit den Muslimen in dieselbe Richtung gehen? Ist es nicht, dass wir heute einen Schritt weiter sein sollten und auch einen Minderheitenschutz, der eigentlich auch rechtlich verankert ist, wirklich wahrhaben sollten? Aber auf der anderen Seite so gefragt, die Muslime sind auch nicht immer allen Christen gegenüber sehr tolerant. Es gibt zahlreiche Christenverfolgungen. Blicken wir in die Türkei, wo Christen verfolgt werden, blicken wir nach Ägypten, wo Christen verfolgt werden. Also es ist nicht so, dass immer nur die Katholizisten irgendwie jetzt die Bösen sind, wie sie es darstellen. Also es kommt auch schon sehr viel Religionseinschränkung bzw. Intoleranz für einen anderen Glauben von Seiten des Islam. Also mir geht es gar nicht, dass ich jetzt den Katholiken oder so eine Islamophobie direkt unterstelle. Ich unterstelle das den Politik, ich unterstelle das allgemein der Bevölkerung. Es ist ganz klar, ich beziehe mich hier auf Europa, ich beziehe mich hier auf Demokratien, die die Religionsfreiheit gewährleisten, die das ganz klar auch damit werben. Wir sind ein freier, offener Staat, wir gewährleisten die Religionsfreiheit und auch damit werben, gerade gegenüber Staaten, die dies nicht so sehen, sprich Türkei, sprich Ägypten ist keine Demokratie, das ist eine absolute Diktatur.
Was fordern Sie denn jetzt für Europa? Wenn jetzt mehr Staaten das Burka-Verbot beschließen, so wie Österreich jetzt, was fordern Sie da, was muss sich ändern? Sie haben jetzt gerade dem österreichischen Staat unterstellt, dass er Bürgerinnen einsperrt, dass er Bürgerinnen zwingt, nicht mehr rauszugehen. Wie sehen Sie da den österreichischen Staat? Das klingt fast so, als würden Sie uns da eine Diktatur unterstellen. Nach einer kurzen Werbung geht's gleich weiter. Nora Ili, die umstrittene Muslima im großen Interview zu Islam und Burka-Verbot. Jetzt, Nora Ili, Europas bekannteste Muslima im großen Interview. Die umstrittene Politaktivistin aus der Schweiz, die freiwillig zum Islam konvertiert ist, mobilisiert jetzt gegen das Burka-Verbot. Warum sie mit ihrer Vollverschleierung das Gesetz in Österreich einfach nicht respektiert, ganz klar gegen das Menschenrecht, dass sie und ihre islamischen Glaubensschwestern der Regierung vorwerfen, Frauen, die seit diesem Verbot teilweise seit 2 Monaten nicht mehr aus dem Haus gehen, wie sich im Untergrund bereits eine Gegenbewegung im Kampf gegen das Burka-Verbot firmiert, es sind Frauengruppen, die sich formieren in Wien, und weshalb der Steuerzahler schlussendlich für die Sünden der Politiker und die Folgen durch das Burka-Verbot bezahlt. Sehen Sie nur schon dieses Konfliktpotenzial an, wenn ein Kind aufgrund dieses Nikab-Verbots gezwungen ist, sozusagen seine ersten 5 Lebensjahre mit der Mutter mehr oder weniger zu Hause zu verbringen. Jetzt, Nora Ili, Europas bekannteste Muslima im großen Interview. Über Unterdrückung, MeToo. Aber ich sage, der Ursprung von MeToo sehe ich ganz klar im Westen. Und warum Frauen im Islam viel besser dran sind. Jetzt, Nora Ili, das große Interview. Schonungslos, direkt und provokant. Nur auf OE24TV. Was fordern Sie denn jetzt für Europa? Wenn jetzt mehr Staaten das Burka-Verbot beschließen, so wie Österreich jetzt, was fordern Sie da, was muss sich ändern? Sie haben jetzt gerade dem österreichischen Staat unterstellt, dass er Bürgerinnen einsperrt, dass er Bürgerinnen zwingt, nicht mehr rauszugehen. Wie sehen Sie da den österreichischen Staat? Das klingt fast so, als würden Sie uns da eine Diktatur unterstellen. In gewisser Weise sind wir in der Entwicklung von einer offenen Demokratie in Richtung diktatorischen Gesetzgebung auf jeden Fall. Wir haben eigentlich eben den Minderheitenschutz, wir haben die Religionsfreiheit. Auf Muslime bezogen, in verschiedensten Bereichen werden diese Gebote, diese Gesetze nicht mehr gehalten. Sprich, wir konzentrieren uns jetzt hier so auf diesen Gesichtsschleier. Aber sind wir doch mal ehrlich, es geht doch nicht nur um den Gesichtsschleier. Wir haben Diskussionen von islamischen Schulen, die geschlossen werden sollen. Wir haben Diskussionen von Kopftuchverbot in Schulen. Wir haben Diskussionen in Dänemark von Männern, dass sie keinen Bart tragen mehr müssen. keinen Bart mehr tragen dürfen. Wir haben Diskussionen, ob in Schulen noch gebetet werden darf. Also es geht doch allgemein auf einen Angriff auf den Islam, auf einen ganz klar, dass man sagen möchte den Muslimen, ihr gehört nicht zu uns, respektiv legt den Islam ab, dann seid ihr willkommen. Also Sie glauben, der Islam stellt eine Bedrohung dar, so wird er von vielen Bürgern Europas wahrgenommen? Genau, und darum denke ich, wäre der Dialog viel wichtiger, als islamophobe Gesetze zu machen, die ganz klar eine Grenze aufzeigen und die es verunmöglichen, überhaupt noch in einen Dialog zu treten, weil die Fronten einfach dermaßen verhärtet sind. Wer ist schuld an dieser Situation, die wir aktuell haben? Ich glaube ganz klar, dass es einerseits an der Politik liegt. Ich muss sagen, in der Vergangenheit waren die Muslime oft auch nicht sonderlich dialogbereit, sie waren nicht sehr offen. Das ist sicher ein Punkt, den die Muslime auch ändern müssen. Aber andererseits ist es schon so, dass wir jetzt seit etwa 8 Jahren eine absolute Spirale von Islamophobie haben, von Gesetzen, die ganz klar gegen Muslime erlassen werden. Und da gebe ich der Politik und den Medien sicher eine Mitschuld. Würde ich jetzt eine andere Seite irgendwie vielleicht in den Blickwinkel führen, würde ich sagen, Mitschuld sind jene, die zum Beispiel solche Gesetze nicht akzeptieren wie Sie. Glauben Sie, dass Sie Mitschuld daran haben, dass der Spalt in der Gesellschaft immer breiter wird, indem, wenn die eine Seite ihre Fronten verhärtet, auch Sie ihre Fronten verhärten und sagen, zum Trotz fahre ich nach Österreich und zum Trotz zeige ich mich in meinem Gesichtsschleier? Ich glaube, es ist eine Notwendigkeit, dass wenn man in die Kriminalität gedrängt wird, zu Unrecht, dass man dann spricht. Es gibt ja dieses Sprichwort von Bertolt Brecht, der sagt, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Und für mich ist das zu einem Leitsatz geworden. Was viele Frauen einfach nicht verstehen können, das sind Aussagen wie, dass sie sagen, sie fühlen sich frei unter ihrem Schleier. Sie sind mit den europäischen Werten aufgewachsen. Sie sind damit aufgewachsen, dass sie es genießen können, wenn sie im Sommer schwimmen gehen, da wo sie gerade lustig sind. Sie können es genießen, die Sonne auf ihrer Haut zu spüren. Sie spüren Wind auf ihrer Haut. Jetzt haben sie sich das alles genommen. Sie haben sich jeglichen Kontakt mit der Natur, mit den Wetterfühligkeiten zum Beispiel durch ihren Schleier genommen. Das ist doch irgendwo eine Einschränkung ihrer Freiheit. Sie sind ja auch in ihrer Bewegung eingeschränkt. Vielen Frauen ist es nicht klar verständlich, wie das mehr Freiheit bedeuten soll. Also ich muss Ihnen da auch leider wieder etwas widersprechen. Das ist ein falsches Bild. Ich bin weder in meiner Bewegung eingeschränkt, noch spüre ich das Wetter nicht. Also ich spüre es genauso, ob es windig ist oder ob es heiß ist. Ich kann genauso gut im Sommer schwimmen gehen, wo immer es mir lieb ist. Ich kann genauso mich irgendwie im Schnee Skifahren oder anderen Schnee, Schlitten fahren, anderen Tätigkeiten nachgehen, also in meiner Bewegungsfreiheit. Gerade gestern bin ich mit meinen Kindern Fahrrad gefahren, also bin ich in keiner Art und Weise eingeschränkt. Freiheit bedeutet für mich vor allem, dass eben gerade weil ich mit diesen Werten hier aufgewachsen bin und ich gelernt habe zum Beispiel, dass man einander anlächelt. Oder wir haben jetzt gerade auch diese MeToo-Debatte und man merkt, dass viele Übergriffe von Männern kommen, weil auch Signale falsch interpretiert werden, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich. Aber dieser Niqab schützt mich davor, dass ich gar nicht ein Signal aussenden kann, das missverstanden wird. Und glauben Sie, dass Frauen, die keinen Niqab tragen, selber schuld sind, wenn sie Signale aussenden, die von Männern missverstanden werden? Nein, ich sage ja, es ist eine Gegenseitigkeit. Ich möchte einfach gar nicht erst ein solches Signal aussenden, aber darum habe ich ja gesagt, von den Männern missverstanden, missinterpretiert werden. Also nichtsdestotrotz gibt es aber zunehmend Übergriffe von Männern aus dem arabischen Raum, die eben offensichtlich missverstandene Kleider so sehen als Einladung, da irgendwie sexuelle Übergriffe zu starten. Auch da gibt es immer wieder einen Aufschrei in der Bevölkerung, dass diese Übergriffe mehr werden. Wie sehen Sie das? Ja, also ich muss ganz klar sagen, also ich verurteile das natürlich. Eben wie gesagt, wir leben hier in einer Demokratie, wir haben gewisse Werte, wir haben auch die Toleranz, die man eben gegenseitig aufbringen muss. Wenn ich erwarte, dass man meine Kleidung akzeptiert, dann muss ich auch aufbringen, wenn ich hier leben möchte, dass jemand anders sich anders kleidet, dass jemand anders einen kurzen Rock anzieht oder wie es ihr beliebt, sich benimmt. Da muss ich diese Toleranz dann aufbringen. Frau Illy, aber nichtsdestotrotz werden die Übergriffe immer mehr und immer wieder sind es natürlich auch Männer mit islamischem Hintergrund, die eben genau diese, wie Sie sagen, Zeichen der Kleidung missinterpretieren von Frauen, die sich westlich kleiden und nicht verstehen können, dass das keine offensichtliche Einladung ist. Das können Sie auch nicht ganz von der Hand weisen. Das ist klar. Also ich möchte nur korrigieren, es sind nicht mit einem islamischen Hintergrund, sondern meistens sind das dann eben kulturell geprägte Männer, die zwar aus einem Land kommen, in dem der Islam vorherrscht, die aber den Islam scheinbar nicht verstanden haben. Weil das steht eigentlich ganz klar in einem Widerspruch zum Islam erstens. Und der zweite Punkt ist, wie ich gesagt habe, wenn ich erwarte, dass man mir gegenüber Toleranz bringt, dann muss man auch selbst bereit sein, hier in dieser Demokratie, in diesem System, das wir erleben, die Toleranz anderen entgegenzubringen und zu akzeptieren, dass eine Frau einen kurzen Rock tragen möchte oder sich halt anders benehmen möchte als wir der Ansicht sind, dass es korrekt ist. Aber das sind dann eigentlich ziemlich viele Menschen, die in ihren Augen den Islam doch nicht ganz verstanden haben. Eben viele Gläubige, die mit dem Islam aufgewachsen sind. Ich glaube, viele sind einfach in einem kulturell geprägt muslimischen Umfeld aufgewachsen, haben sich selbst aber nie bewusst mit dem Islam auseinandergesetzt. Und ich glaube, das ist gerade wichtig, egal von welcher Religion das wir sprechen, dass man sich selbst bewusst einmal mit seiner Religion auseinandersetzt und auch lernt, was es eigentlich heißt. Das ist der Vorteil als Konvertitin, dass ich das natürlich ganz intensiv gemacht habe. Ja, Sie haben sicherlich einen ganz besonderen Zugang zum Islam gewonnen durch das, so wie Sie eben sagen, durch das, dass Sie sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben. Viele Frauen wachsen aber mit dem Islam auf und auch wenn Sie ihn jetzt hier sehr tolerant darstellen möchten, kann man nicht von der Hand weisen, dass der Islam Frauen gegenüber durchaus nicht immer tolerant ist und schon gar nicht irgendwie gleichberechtigend ist. Wenn man beobachtet, dass die Frauen auf der Straße hinter ihren Männern gehen müssen, dass Männer Frauen keine Hand geben, das ist doch eigentlich wirklich nicht unsere Kultur, das hat doch nichts mehr mit Respekt zu tun. Also ich glaube, das mit dem hinter dem Mann gehen, das ist so ein Gerücht, das man immer erzählt, das hat absolut keine Wurzeln im Islam. Vielleicht nicht bei Ihnen, weil
weil sie einfach aus einer westlichen Welt kommen? Nein, ganz allgemein. Das wird auch in der arabischen Welt wird das nicht praktiziert im Sinne von Mann und Frau können auch im Islam Händchen halten. Wir sehen das auch, wenn sie nach Dubai gehen, das sehen sie sogar, wenn sie nach Saudi-Arabien gehen. Es ist einfach so, dass sich nicht Verwandte Frauen und Männer distanziert verhalten. Aber das mit dem Handgeben, ich meine, wo ist das Problem damit? Also ein Mann gibt einer Frau die Hand nicht, aber eine Frau gibt auch einem Mann die Hand nicht. Es ist einfach eine andere Form von Ehrerbietung. Ich glaube, gerade in Zeiten von Infektionskrankheiten, wo man in jeder Toilette findet, wie man genau seine Hände waschen muss. Also, und es gibt auch viele Ärzte, die inzwischen empfehlen, in der Grippesaison das Händeschütteln zu unterlassen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt ein Punkt ist, wo wirklich einen kulturellen Graben zwischen uns schafft. Ich sehe das ein bisschen anders, denn ich denke sehr wohl, dass es diese Kleinigkeiten im Alltag sind, die dafür sorgen, dass zwischen islamischen Mitmenschen und westlichen oder westlich orientierten vom Glauben her Mitmenschen ein Spalt entsteht. Weil man halt natürlich doch das Gefühl hat, die respektieren unsere Traditionen nicht, die respektieren unsere Regeln nicht, akzeptieren unsere gesellschaftlichen Normen nicht. Weil es geht schon auch um das Miteinander mit den Menschen. So wie Sie gesagt haben, wenn ich in eine Moschee gehe, muss ich mich entsprechend kleiden. Wenn ich in Italien in eine Kirche gehe, werde ich mir was um die Schultern legen müssen, damit die nicht entblößt sind. Das akzeptiert jeder. Auf der anderen Seite kommt dann Islam in die europäische Kultur und breitet sich hier zunehmend aus. Können Sie es nicht ansatzweise nachvollziehen, dass vielleicht Menschen, die sich nicht so intensiv mit der Religion auseinandergesetzt haben, doch sich bedroht fühlen vom Islam? Noch dazu, wenn dann natürlich auch Islamisten auf dem Vormarsch sind, wie man oft sagt, ja, und dafür sorgen wollen, dass sich Europa in ein Kalifat umwandelt. Also das höre ich jetzt zum ersten Mal. Oder vielleicht gibt es gewisse Muslime, die vielleicht vereinzelt diese Ansichten vertreten. Aber ich glaube, das ist genauso wie gewisse Christen gerne die Kreuzritterzeit wieder aufleben lassen würden. Also ich glaube, Sie hätten das ist ganz nicht gerne, klar, dass mehr Menschen in Europa zum Islam übertreten, zum Beispiel in Österreich und der Schweiz. Sie würden nicht dafür eintreten, dass sich mehr Frauen entscheiden, zum Islam überzutreten? Ich glaube, das ist heute in der globalisierten Zeit, sollten wir offen sein, dass jeder wirklich seine Religion selbst wählen kann. Und aufgrund, auch wenn man in einer Religion geboren ist, sollte man selbst überdenken, was ist der richtige Weg für mich, was empfinde ich. Ich finde es definitiv als sinnvoller, wenn man sich mit dem Thema Religion auseinandersetzt, als wenn man einfach sagt, ja, ich lebe jetzt einfach mal so dahin und dann kommt man in eine Krisensituation und meist dann spätestens wird Religion nämlich zum Thema. Das ist definitiv richtig, aber nicht jeder entscheidet sich in dieser Krisensituation für den Islam. Daher meine Frage noch einmal, möchten Sie Menschen missionieren, in Europa zum Islam überzutreten? Ist das ein Ziel, was Sie sich gesetzt haben, dass Sie mehr Anhänger zum Islam dazu bekommen, auch in der Schweiz, auch in Österreich? Ich glaube, mein Ziel ist es nicht, dass ich mehr Anhänger bekomme, sondern mein Ziel ist es, dass ich mehr Verständnis, mehr Offenheit, mehr Dialog in Bezug auf den Islam erreiche. Das klingt alles immer sehr friedlich, dennoch stehen immer wieder Vorwürfe im Raum, dass Sie doch eine politisch sehr aktive Islamistin auch sind und immer wieder gibt es da den versteckten Vorwurf, dass da auch Kontakte zum IS irgendwo in ihren Familienbanden im Raum gestanden sind, ihr Mann soll Kontakte zum IS gehabt haben, das sind immer wieder so in den Medien kolportierte Berichte. Wie gehen Sie mit solchen Vorwürfen um, dass da irgendwie mehr dahinter steckt, als wie nur eine friedliebende Religion, sondern dass Sie das aus politischer Absicht betreiben, das Konvertieren zum Islam, aber auch die Ausübung dieses Glaubens? Also ich glaube, diese Gerüchte weiß ich selbst am besten, dass die definitiv nicht der Wahrheit entsprechen. Und man kann natürlich schnell ein Gerücht in die Welt setzen, um jemanden auch unglaubwürdig, respektiv als gefährlich und als Terroristen erscheinen zu lassen. Somit muss ich ganz ehrlich sagen, ist es doch genau wieder eine Form von Feindbild, die man mit solchen Gerüchten schaffen möchte. Es ist klar, natürlich, gerade wenn solche Gesetze wie ein Niqab-Verbot, ein Hijab-Verbot in Schulen, Gesetze, die uns muslimischen Frauen betreffen, erlassen werden, ist es ja eigentlich normal, dass wir auch uns in einer gewissen Art und Weise politisieren, weil wir müssen ja mit diesen Gesetzen umgehen, wir müssen ja dagegen vorgehen, wir müssen ja einen Umgang damit finden. Und das geht natürlich nur, wenn wir auch ein gewisses politisches Verständnis haben. Und ganz allgemein finde ich es wichtig, wenn wir sagen, wir leben in einer Demokratie, dass wir uns daran auch beteiligen und dafür erfordern wir ein gewisses politisches Verständnis. Jetzt sagen Sie genau das, was wir anfangs schon besprochen haben. Es geht um Demokratie, da soll man sich dran beteiligen. Aber Sie haben jetzt die österreichischen Rechte nicht akzeptiert. Was waren denn da eigentlich jetzt die Folgen, als Sie die Polizei aufgehalten hat? Was war das für ein Moment für Sie? Wie ist es Ihnen davor gekommen? Wie haben Sie sich gefühlt? Nach einer kurzen Werbung geht's gleich weiter. Nora Illy, die umstrittene Muslime im großen Interview.
zum Islam und Burka-Verbot. Jetzt Nora Ili, Europas bekannteste Muslime im großen Interview. Die umstrittene Politaktivistin aus der Schweiz, die freiwillig zum Islam konvertiert ist, mobilisiert jetzt gegen das Burka-Verbot. Warum sie mit ihrer Vollverschleierung das Gesetz in Österreich einfach nicht respektiert? Ganz klar gegen das Menschenrecht. Dass sie und ihre islamischen Glaubensschwestern der Regierung vorwerfen, Frauen, die seit diesem Verbot teilweise seit 2 Monaten nicht mehr aus dem Haus gehen. Wie sich im Untergrund bereits eine Gegenbewegung im Kampf gegen das Burka-Verbot firmiert. Es sind Frauengruppen, die sich formieren in Wien. Und weshalb der Steuerzahler schlussendlich für die Sünden der Politiker und die Folgen durch das Burka-Verbot bezahlt. Sehen Sie nur schon dieses Konfliktpotenzial an, wenn ein Kind aufgrund dieses Nikab-Verbots gezwungen ist, sozusagen seine ersten 5 Lebensjahre mit der Mutter mehr oder weniger zu Hause zu verbringen. Jetzt Nora Ili, Europas bekannteste Muslime im großen Interview. Über Unterdrückung, MeToo. Aber ich sage, der Ursprung von MeToo sehe ich ganz klar im Westen. Und warum Frauen im Islam viel besser dran sind. Jetzt Nora Ili, das große Interview. Schonungslos, direkt und provokant. Nur auf OE24TV. Jetzt sagen Sie genau das, was wir anfangs schon besprochen haben. Es geht um Demokratie, da soll man sich dran beteiligen. Aber Sie haben jetzt die österreichischen Rechte nicht akzeptiert. Was waren denn da eigentlich jetzt die Folgen, als Sie die Polizei aufgehalten hat? Was war das für ein Moment für Sie? Wie ist es Ihnen davor gekommen? Wie haben Sie sich gefühlt? Also ich möchte nochmals ganz klar sagen, ich respektiere die Demokratie, respektiere die Gesetze, solange sie auch mit den Gesetzen, den Menschenrechten und den Werten, die ein Staat vorgibt, kongruent sind. Wenn sie natürlich da in einem Widerspruch stehen, dann empfinde ich das als Unrecht und werde mich, egal in welcher Form oder das Unrecht gegen wen sich richtet, dagegen einsetzen. Der Ablauf in Österreich war ganz normal, muss ich sagen. Es war klar, die Polizei hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass es verboten ist und ob wir bereit wären, unseren Niqab dort vor Ort abzulegen, was wir natürlich nicht bereit waren, und haben uns dann zu identifizieren auf den Polizeiposten mitgenommen. Und danach sind Sie zum Flughafen gefahren oder wie ist es weitergegangen? Danach wurde uns einfach mitgeteilt, dass wir mit dem Gesichtsschleier die Polizeistation nicht verlassen dürfen. Wir haben natürlich dann eine Alternativlösung gefunden und das Auto gilt weiterhin als Privatraum. Sprich, es ist ein Auto für die Polizeistation vorgefahren, wo wir direkt einsteigen können. Haben Sie sich da auch eingesperrt gefühlt? Haben Sie sich wie in einem Gefängnis gefühlt in Österreich? Ja, es ist ganz klar, dass man sich, also ich persönlich habe mich auch nicht mehr frei gefühlt. Jetzt im Vergleich, wenn ich mich hier in der Schweiz, auf jeden Fall nicht im Tessin, sondern in der deutschsprachigen Schweiz, französischsprachigen Schweiz bewege, fühle ich mich freier, weil ich weiß, ich bin nicht kriminell. Und in Österreich ist es klar, wenn man so die Straße betritt, ja, man hat das Gefühl, ich verstoße gegen ein Gesetz, obwohl man eigentlich gar nicht die Absicht hat, man möchte nicht eine kriminelle Tat begehen. Aber es ist halt eben in diesem Widerspruch, dass man sich nicht entblößen kann und trotzdem gerne an der Gesellschaft teilnehmen möchte. Also dass man sich eben nicht einsperren lassen möchte. Glauben Sie, dass Österreich sich einen Schaden zufügt durch dieses Gesetz? Ich glaube kurzfristig vielleicht nicht, vielleicht auch nicht auf den Tourismus bezogen. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube langfristig ja, weil es ganz klar zu einer Parallelgesellschaft, zu einer Aufspaltung führt und natürlich eben auch zu einer Solidarisierung der Muslime mit den verschiedenen Verboten. Es geht ja eben nicht nur um das Niqab-Verbot. Wir haben Angriffe in Österreich, in Wien auf Frauen mit Kopftuch, die auf den Boden gestoßen werden. Wir haben Diskussionen über Islamschulen etc. Ich glaube, dieses Sammelsurium vom Ganzen wird ganz klar eine gesellschaftliche Instabilität mit sich bringen. Das sehen Sie jetzt natürlich subjektiv gefärbt durch Ihren Glauben, weil Sie dem islamischen Glauben angehören. Andere Leute würden sagen, der Islam ist die Parallelgesellschaft. Also es ist nicht, dass man hier eine Parallelgesellschaft hervorruft, sondern der Islam gestaltet sich als Parallelgesellschaft eben durch das, dass man Kinder in islamische Schulen schickt, dass man Kinder ganz gezielt schon in der Erziehung davon abhält, mit Grundwerten, die westlich orientiert sind, aufziehen zu lassen. Also inwiefern trägt der Islam mit der Schuld daran, dass er zu einer Parallelgesellschaft abgestempelt wird? Gut, auch wenn man vielleicht von einer Parallelgesellschaft spricht, jetzt in diesem Fall,
dann kann sich eine Parallelgesellschaft und eine Gesellschaft miteinander engagieren. Es gibt immer noch eine Austauschmöglichkeit. Ja, aber da müsste die Bereitschaft dafür da sein, für einen Austausch und eine gegenseitige Toleranz. Nur die ist nicht gegeben, wenn man nicht einmal die einfachsten Gesetze respektiert, oder? Ja, aber ich glaube auch, diese Toleranz ist nicht gegeben, wenn man nicht einmal ein Kopftuch auf der Straße toleriert oder es toleriert, dass ein Muslim eine Grenze zwischen Mann und Frau wahren möchte und die Hände schütteln möchte. Ich glaube, da ist die Toleranz definitiv auch nicht gewahrt. Ja, auf der anderen Seite muss man hier dann wieder ins Treffen führen, wenn Männer absichtlich Kleider missinterpretieren als Aufforderung zu sexuellen Übergriffen. Das wäre jetzt ein Argument, was so manchen anderen vielleicht in den Raum werfen würde. Ja, da muss ich aber ganz klar sagen, das ist kein islamisches Problem. Wie man bei der MeToo-Debatte sehen, wir haben das in Sportclubs, wir haben das bei reichen Millionären aus den USA. Also dieses Problem ist weiter verbreitet und ich glaube, wir fokussieren jetzt hier sogar auf eine Minderheit, wenn man jetzt hier nur die Muslime schuldig sprechen würde, sondern diese Übergriffe an Frauen, die ich absolut verurteile, das ist ein weltweites Problem, das vor allem auch den Ursprung in der westlichen Kultur hat. Also Sie sagen, MeToo ist ein westliches Problem und Sie sagen auch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass Frauen im Niqab vor MeToo gefeit sind. Also denen passiert das nicht, da wären keine sexuellen Übergriffe möglich. Ich glaube das nicht so. Ich glaube auch nicht, dass man so eine radikale Aussage machen könnte. Aber ich sage, der Ursprung von MeToo sehe ich ganz klar im Westen. Es kommt ja auch aus dem Westen, es kommt ja von Berühmtheiten, die Übergriffe auf mehrere Frauen gemacht haben. Zum Teil auch schon diese Instrumentalisierung der Pornografie. Das ist eindeutig ein im Westen geborenes Problem. Aber natürlich hat das auch, wir leben in einer globalisierten Welt, auch auf andere Länder, andere Kulturen übergeschwappt. Sie sagen im Westen geborenes Problem. Also glauben Sie, dass es im islamischen Kulturkreisen überhaupt keine Übergriffe dieser Art gegeben hat? Also keine Vergewaltigungen innerhalb der Familie, keine sexuellen Übergriffe innerhalb der Familie? Das würden Sie jetzt alles irgendwie wegschweigen und sagen, das kommt alles aus dem Westen und das ist ein westliches Problem? Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Aber ich sage, erstens müssen wir das aufteilen zwischen was ist Islam und was sind Übergriffe, Sachen, die auch Straftaten, die auch im Islam verboten sind. Also Übergriffe auf Frauen sind ganz klar im Islam verboten und würden, wenn man jetzt das islamische Recht anwenden würde, in einem Staat auch so geahndet. Aber das gibt naja, es aber ja, ganz so aber ist es nicht. Sie haben vorhin zum Beispiel Dubai oder die Arabischen Emirate ins Treffen geführt. Gerade in solchen Ländern, wenn eine Frau jetzt irgendwie zum Geschlechtsverkehr gezwungen wird, gegen ihren Willen, wird ihr selten Glauben geschenkt und die Strafen sind wirklich lebensbedrohlich hoch. Ja, aber haben wir in den Emiraten ein wirklich islamisches System? Gut, nehmen wir jetzt Dubai zum Beispiel, was Sie selber irgendwie vorhin angeführt haben, wo der islamische Glaube doch sehr weit verbreitet ist. Ja? Oder nehmen wir überhaupt das Beispiel einer Vergewaltigung, die Geschichte mit dem Ehrenmord. Ja? Wenn ein Mädchen irgendwie zum Beispiel vergewaltigt wird im islamischen Glauben, bei strengen Islamisten gibt es immer noch die Geschichte mit dem Ehrenmord. Wie also gehen muss Sie ich damit Ihnen einfach um? Widersprechen, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Dann sind die Zahlen bei Indern und Senegalesen eindeutig höher als bei Muslimen. Bei Muslimen ist es eine Minderheit, wobei sich vor allem die Zahlen auf diesen Kontinent, Indien etc., ostasiatischen Kontinent beziehen. Also ich glaube, da sprechen Sie jetzt ein Problem an, das einfach den Gerüchte halbe eben auch sein klassisches Vorurteil, das man dem Islam gegenüber hat, die Zwangsheirat, der Ehrenmord. Das sind beides Dinge, die im Islam ganz klar untersagt sind. Wir haben aber die Regel dennoch in im der Islam, Praxis immer passieren. Wir man haben die Regel im Islam Fälle. Ganz klar, dass eine Hochzeit ohne das Einverständniserklärung der Frau nicht stattfinden kann. Natürlich gibt es da Druckmittel, die sicher teilweise auf die Frau ausgeübt werden, möchte ich auch nicht in Abrede stellen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist islamisch gesehen so eine Ehe ungültig. Und wenn sie sich an einen Imam wendet, kann sie diese Ehe auch aufheben lassen. Aber diese Meinung können Sie nur vertreten, weil Sie sehr aufgeklärt sind, weil Sie sich mit der Religion als aufgeklärte Europäerin auseinandergesetzt haben und einen ganz anderen Zugang haben. Wenn Sie mit der Religion aufgewachsen sind in einem anderen Land, in einem anderen Kulturkreis, würden Sie niemals in dieser Vehemenz überhaupt Ihre Meinung kundtun dürfen. Und Sie würden wahrscheinlich auch nicht einmal ein Interview geben dürfen. Denn viele Frauen im Islam haben gar nicht das Recht zu entscheiden, ob sie sowas geben möchten oder nicht. Denn da sagt der Mann, das bleibt in der Familie und das wird nicht gemacht, weil es ist definitiv eine Patriarchie. Gesellschaft. Das wollen Sie jetzt nicht in Abrede stellen, oder? Ich glaube eben, wie gesagt, ich halte natürlich den kulturellen und das religiöse auseinander, sicher auch aus meinem Hintergrund, aber wir konzentrieren uns ja hier, ich meine, ich setze mich auch für die Frauen. Ich bin Frauenbeauftragte des Islamischen Zentralrats in der Schweiz. Das heißt, ich setze mich für die muslimischen Frauen hier in der Schweiz ein und ich setze mich auch dafür ein, dass diese muslimischen Frauen aufgeklärt werden, auch über ihre Rechte.
Und Sie glauben wirklich, dass alle Rechte jetzt von den Frauen in der Schweiz, genauso wie in Österreich, weil Sie ja vorhin gesagt haben, die Frauen werden dort eingesperrt durch das, dass sie nicht mehr im Niqab auf die Straße gehen dürfen. Sie glauben wirklich, dass der Gesetzgeber hier der wahre Schuldige ist und nicht vielleicht irgendwie Männer, die den Frauen aufdoktrieren, wie sie zu leben haben, die Frauen verbieten, arbeiten zu gehen? Wollen Sie das wirklich komplett wegschweigen, dass es solche Fälle gibt? Gerade Sie als Frauenbeauftragte müssten doch eigentlich dafür sorgen, dass der Islam auch sich weiterentwickelt und ein toleranteres Frauenbild bekommt. Ja, also ich glaube, wenn wir jetzt mal einfach die Statistiken anschauen, ich meine, eine Nullgrenze gibt es sicher nicht. Es gibt sicher solche Fälle. Aber gegen solche Fälle oder in solchen Fällen haben wir schon gesetzliche Mittel, die wir zur Anwendung bringen können. Zum Beispiel darf keine Frau zu Hause eingesperrt werden. Es darf keiner Frau verboten werden zu arbeiten. Wenn es trotzdem gemacht wird oder wenn ich das zu Ohren bekomme oder jemand, kann er wegen Zwang eine Anzeige gegen den Mann machen. Auch außerhalb von der Familie. Wenn wir jetzt aber dieses Verbot oder diese Verbote anschauen, dadurch, dass es Frauen heutzutage nicht mehr möglich ist, mit Kopftuch eine Anstellung zu finden. Wir haben gerade aktuell einen Fall. Von früher hat man noch gesagt, ja, die Frauen mit Kopftuch, das sind halt die Putzfrauen. Heutzutage ist es so weit, dass in einem Putzinstitut Frauen, die ein Kopftuch tragen, nur noch für die Nachtschicht eingestellt werden, damit sie nicht gesehen werden. Und ich glaube, in einer Zeit, wo wir so weit sind, dass Frauen mit einem Kopftuch, ich spreche nicht vom Gesichtsschleier, nicht einmal mehr die Möglichkeit haben, überhaupt eine ihnen angemessene Arbeit zu finden, auch wenn sie ein Chemiestudium oder Ähnliches hinter sich haben, dann, glaube ich, müssen wir eher da ansetzen, als darüber zu diskutieren, ob es vielleicht einen kleinen Prozentsatz von Frauen gibt, denen der Mann verbietet zu arbeiten und wir schon die rechtliche Handhabe haben. Und ich halte hier dagegen und ich sage Ihnen, in meinen Augen drängen Sie gerade Frauen im Islam in eine Opferrolle und versuchen die Frauen hier wirklich als Opfer darzustellen. Und das verwundert mich ein bisschen, denn eigentlich, ich höre immer nur so, die Frauen werden unterdrückt, die Frauen können sich nicht frei bewegen, die Frauen sind eine Zielscheibe von Angriffen, sowohl in den sozialen Netzwerken als auch auf der Straße. Warum machen sich die Frauen zu dieser Zielscheibe? Warum befreien sie sich nicht davon, legen ihren Schleier ab und sagen, ich bin so wie ich bin, ich passe mich an, ich will zeigen, dass ich ein Teil dieser Gesellschaft bin und ich sage das jetzt mal ganz provokant, bin der Klügere, der nachgibt in einer Debatte um einen Gesichtsschleier, um ein Stückchen Stoff, das eigentlich doch wirklich nur ein Stückchen Stoff ist. Könnte man denn nicht einfach leicht nachgeben und sagen, da gehen wir den ersten Schritt, wir revolutionieren unseren Glauben und wir legen dieses kleine Stückchen Stoff einfach ab, um des Friedens willens? Ich glaube nicht, weil es sind Werte, es sind tief verwurzelte Werte, es wäre die Aufgabe einer Religion, die hier von innen gefordert wird. Und ich glaube, das führt uns keinen Schritt weiter und das ist auch nicht wirklich eine Anpassung wirklich von Herzen. Und es ist auch nicht so, dass eine Frau dann erstens fordert man, dass sie selbstbestimmt ist, man fordert, dass sie glücklich ist, dass sie sich selbst entfalten kann, sowohl privat als auch beruflich. Und mit einer solchen Forderung wird dies ja alles unmöglich gemacht. Eine Frau mit einem Kopftuch ist nicht weniger wert oder zu weniger fähig als eine Frau ohne Kopftuch. Es gibt eigentlich keinen Unterschied. Und man kann ja wohl nicht sagen, dass man aufgrund unerklärlichen Regeln eine Frau zwingen soll, ihr Kopftuch auszuziehen, nur dass sie das Recht hat auf einen Arbeitsplatz. Na, also das steht außer Frage. Das ist natürlich definitiv ein Schritt zu weit gesehen. Aber ich glaube, man könnte natürlich schon ins Treffen führen, dass es einfach gewisse Regeln gibt. Es gibt Kleidervorschriften in sämtlichen Berufssparten. Also das ist jetzt nicht so weit davon entfernt. Und natürlich ist auch ein gewisses Kleidungsmerkmal natürlich oder ein Hindernis oft eine Kleidung. Man ist natürlich nicht so frei bewegungsfähig. Also es gibt sicherlich Berufe, wo ein Niqab vielleicht sogar irgendwie einengend wäre. Wir sprechen jetzt gar nicht über den Niqab, wir sprechen über das Kopftuch. Und ich wüsste jetzt nicht, in welcher Form das ein Kopftuch bewegungseinschränkend ist oder in irgendeiner anderen Art und Weise einschränkend sein könnte. Da gebe ich Ihnen recht. Aber jetzt abgebrochen auf den Niqab oder so, muss man schon sagen, da ist es halt natürlich wesentlich schwieriger. Oder vielleicht gibt es einfach viele Leute, die sagen, ich lese in meinem Gesicht von meinem Gegenüber, lese ich eine Mimik, eine Gestik, da kann ich ein Lächeln erkennen. Bei Ihnen fällt das schwer. Ja, es geht. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es schwerfällt. Wir können das Experiment gerne mal machen. Ich kann Ihnen verschiedene Mimik zeigen und Sie werden sehen, dass Sie das an meinen Augen sehr gut sogar interpretieren können. Können wir gerne ein Experiment dazu machen. Der zweite Punkt ist, ich spreche ja gar nicht dafür, auch für uns Frauen mit Niqab gibt es genug Möglichkeiten, eine Möglichkeit zu finden, wie wir doch einer Arbeit nachgehen können. Natürlich können wir nicht in der momentanen Situation den Anspruch stellen, dass wir in einer Bank am Schalter als Bankkauffrau angestellt werden. Das ist mir klar, dass da eine Barriere besteht, aber dieser Anspruch besteht ja gar nicht. Ich spreche von Frauen mit Kopftuch. Frauen mit Niqab, die sich für diese Lebensform entschieden haben, die müssen andere Möglichkeiten finden.
Und ich glaube, da, das ist auch kein Problem für Sie oder stellt kein Problem dar. Wenn Sie nur schon die Möglichkeit haben, aktiv an der Gesellschaft in anderen Bereichen teilzuhaben, wenn Sie die Möglichkeit haben, Kinder so zu erziehen, wie es sein sollte, indem Sie mit ihnen draußen spielen gehen, sehen Sie nur schon dieses Konfliktpotenzial an, wenn ein Kind aufgrund dieses Niqab-Verbots gezwungen ist, sozusagen seine ersten 5 Lebensjahre mit der Mutter mehr oder weniger zu Hause zu verbringen. Stimmt nicht. Die Mutter zwingt das Kind, zu Hause zu bleiben. Die Mutter könnte auch anders entscheiden. Sie haben gerade gesagt, irgendwie so, dieser letzte Gesichtsschleier ist von der Religion gar nicht zwingend vorgeschrieben. Die Mutter könnte auch entscheiden, zum Wohle meines Kindes lege ich ihn ab. Nein, und nehme weil diese kleine Sünde in Kauf. Es ist ja eine persönliche Entscheidung. Das stimmt, aber Frau, es ist auch eine persönliche Entscheidung, ob sie das Kind hier zu Hause einsperrt oder nicht. Es ist ja nicht so, weil wir haben ja die Religionsfreiheit und das sind Kultushandlungen geschützt und es ist ganz klar, nach allen 4 Rechtsschulen ist der Niqab eine Kultushandlung, weil er erwünscht ist. Das heißt, es ist kein Zwang, aber es ist erwünscht. Und wenn sich eine Frau für eine religiöse Handlung, für eine Kultushandlung entscheidet, dann kann man nicht von ihr fordern, dass sie es einfach auszieht. Und es ist ganz klar, der Staat und die Gesellschaft, die sie zu Hause einsperrt. Und man kann natürlich auch noch verlangen, dass der Mann dann zu Hause bleibt, respektive man kann dann natürlich auch den Steuerzahlern wieder zur Kasse beten, weil all diese Frauen und diese Familien dann nicht mehr arbeiten können. Also, und dann vom Sozialgeld abhängig sind und der Steuerzahler wird sich freuen. Also sagen Sie jetzt, wenn ich das richtig zusammenfasse, Sie sagen, eigentlich ist der Staat selber schuld dran, dass so viele muslimische Familien gezwungen sind, nicht arbeiten zu gehen, weil sie gar keine andere Möglichkeit mehr haben. Nach einer kurzen Werbung geht's gleich weiter. Nora Ili, die umstrittene Muslime im großen Interview zu Islam und Burka-Verbot. Jetzt Nora Ili, Europas bekannteste Muslime im großen Interview. Die umstrittene Politaktivistin aus der Schweiz, die freiwillig zum Islam konvertiert ist, mobilisiert jetzt gegen das Burka-Verbot. Warum sie mit ihrer Vollverschleierung das Gesetz in Österreich einfach nicht respektiert, ganz klar gegen das Menschenrecht. Was sie und ihre islamischen Glaubensschwestern der Regierung vorwerfen. Frauen, die seit diesem Verbot teilweise seit 2 Monaten nicht mehr aus dem Haus gehen. Wie sich im Untergrund bereits eine Gegenbewegung im Kampf gegen das Burka-Verbot firmiert. Es sind Frauengruppen, die sich formieren in Wien. Und weshalb der Steuerzahler schlussendlich für die Sünden der Politiker und die Folgen durch das Burka-Verbot bezahlt. Sehen Sie nur schon dieses Konfliktpotenzial an, wenn ein Kind aufgrund dieses Niqab-Verbots gezwungen ist, sozusagen seine ersten 5 Lebensjahre mit der Mutter mehr oder weniger zu Hause zu verbringen. Jetzt Nora Ili, Europas bekannteste Muslime im großen Interview. Über Unterdrückung, MeToo. Aber ich sage, der Ursprung von MeToo sehe ich ganz klar im Westen. Und warum Frauen im Islam viel besser dran sind. Jetzt Nora Ili, das große Interview. Schonungslos, direkt und provokant. Nur auf OE24 TV. Also sagen Sie jetzt, wenn ich das richtig zusammenfasse, Sie sagen, eigentlich ist der Staat selber schuld dran, dass so viele muslimische Familien gezwungen sind, nicht arbeiten zu gehen, weil sie gar keine andere Möglichkeit mehr haben. Ja, ich glaube, das wird sich immer zunehmen. Wenn Frauen mit Kopftuch keine Arbeitsplätze mehr finden, wenn Männer gezwungen sind, zu Hause mehr Präsenz zu zeigen, weil sie ihre Frauen und ihre Kinder ja doch noch irgendwie einen Teil draußen aufwachsen lassen möchten, dann schneidet sich der Staat ins eigene Fleisch, da entstehen Kosten. Und die Steuerzahler, die müssen dafür den Kopf hinhalten, im wahrsten Sinne des Wortes. So ist es schlussendlich das System, also in der Schweiz, ich nehme in Österreich, ist es dasselbe. Und das geschieht den Steuerzahlern recht, oder wie sehen Sie das? Ich glaube, es ist halt eine individuelle Entscheidung. Wir leben in einer Demokratie, das Volk hat auch die Möglichkeit, Nein zu sagen. Tja, aber das Volk hat in der Mehrheit eben entschieden, dass es Ja sagt und das Burka-Verbot durchaus haben will. Dann muss es auch die Konsequenzen tragen. Und das ist eben wirklich eine kostenmäßige, wo Sie sagen, völlig zu Recht sollen dann die Sozialleistungen an Muslime gehen, die einfach nicht mehr arbeiten können, weil sie diesen Gesichtsschleier tragen und vom Staat gezwungen werden, mit ihren Kindern zu Hause zu bleiben. Da stellt sich mir jetzt aber die Frage, wo ist da das Kindeswohl im Vordergrund? Wenn eine Frau entscheidet, ich bleibe lieber mit meinen Kindern den ganzen Tag zu Hause, nur weil ich mich nicht entscheiden kann, dieses selbstgewählte Stückchen Stoff abzulegen, wäre das nicht eigentlich so, dass vielleicht auch Allah sagen würde, ich möchte zum Wohle deiner Kinder, verzeih ich dir diese Sünde oder verzeih ich dir deine Entscheidung, dass du ihn ablegst. Es geht doch darum, wenn Sie das selbst in Ihrer Argumentation hören, welchen Zwang, dass Sie uns Frauen hier auferlegen. Und das ist doch der springende Punkt.
Wir haben keine Möglichkeit mehr, frei zu entscheiden. Sie zwingen uns, nach ihren Vorstellungen, nach ihren Werten zu leben. Und nur dann haben wir noch das Recht, uns in der Gesellschaft zu bewegen. Wenn wir uns aber dagegen entscheiden, dann müssen wir halt die Konsequenz tragen, dass unsere Kinder halt nicht sozialisiert sind, dass unsere Kinder halt von der Gesellschaft ausgeschlossen sind. Wir selbst keine Möglichkeit mehr haben, mit der Gesellschaft zu auf der anderen Seite, das ist doch Sie dieser aber massive Zwang, der von außen uns aufgestülpt wird, weil wir selbst, wir sind frei, wir haben uns aus freien Stücken dazu entschlossen, diesen Niqab zu tragen. Niemand hat uns dazu gezwungen. Aber es ist der Zwang von außen, dass wir nur noch akzeptiert sind, wenn wir ihn ausziehen. Und sonst kann man nirgends von Zwang sprechen. Alles andere ist nur aufgrund des äußeren Drucks. Und Sie würden das gut heißen, wenn jetzt zum Beispiel alle Frauen, die nicht irgendwie dem Islam angehören, einfach sagen, so, wir ziehen jetzt gar nichts mehr an, wir laufen nackt durch die Straßen, das wäre dem Islam wünschenswert. Würden islamische Bürgerinnen oder islamische Mitmenschen, würden die, die dem Glauben angehören, würden die das gut heißen, wenn jetzt irgendwie der totale Sittenverfall auf den Straßen passieren würde? Wären Sie da auch tolerant und würden Sie sagen, jeder soll nach seiner Fasson leben? Genau. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, also ich habe nicht den Anspruch, und ich glaube jetzt ganz ehrlich gesagt, bei diesem krassen Beispiel würde sich auch noch der eine oder andere Nicht-Muslim dagegen wehren, aber was ich sagen wollte, wenn ich möchte, dass es akzeptiert wird, dass ich so auf der Straße mich hier im Westen bewegen kann, muss ich auch akzeptieren, dass ich ein schwules Paar in der Öffentlichkeit küsst, dass eine Frau... Ja, aber das ist ein großer Punkt, die Homosexualität im Islam. Ja, ich sage ja, ich lebe hier im Westen und wenn ich bereit Toleranz fordere, muss ich auch bereit sein, Toleranz zu geben. Wir sind einfach heute an einem Punkt, wo ich ganz klar sagen muss, den Muslimen gegenüber wird keine Toleranz mehr gebracht, es wird nur noch Toleranz gefordert. Ja, aber ist das nicht auch ein gutes Recht, dass man sagt, irgendwie man fordert eine Glaubensminderheit dazu auf, sich anzupassen? Ist das nicht ein gutes Recht von einem Staat zu sagen, irgendwie so, die Minderheit muss sich der Mehrheit anpassen, erst recht, wenn es um den Glauben geht? Dann haben wir aber einen Wertetotalitarismus und dann soll man das bitte auch so in der Verfassung verankern und dann soll man bitte auch aufhören zu sagen, wir haben Religionsfreiheit und wir haben Minderheitenschutz. Dann soll man bitte ganz konkret sagen, wir sind ein christliches oder wir sind ein katholisches Land, wir leben die katholisch-christlichen Werte und wer in unserem Land leben möchte, hat sich anzupassen. Dann streichen wir den Paragraph Religionsfreiheit und dann habe ich kein Problem damit, weil dann sind die Fakten klar. Wenn man aber Paragraphen wie Religionsfreiheit, Minderheitenschutz in seinem Gesetz verankert hat und damit im Ausland sogar nur wirbt und andere Staaten damit angreift, dass sie das eben nicht haben, man selbst es aber hat, dann muss man sich auch daran halten. Wie sehen Sie das jetzt von der anderen Seite betrachtet im Punkto Zwang? Sie sprechen immer wieder davon, dass die Muslime gezwungen werden, sich anzupassen. Da kommt irgendwie raus, dass sie das in Wahrheit gar nicht wollen. Also gibt es überhaupt keine Bestrebungen seitens der Muslime, seitens der Islamgläubigen, dass sie sagen, wir passen uns an eine Rechtsform, an einen Staat, an eine Lebensgewohnheit in einem Land? Gibt es da nicht irgendwo die Möglichkeit, dass man sagt, man trifft sich auf einen Kompromiss, dass beide Seiten ein wenig nachgeben? Das vermisse ich nämlich, weil sie prangen immer wieder an, dass sie gezwungen werden dazu, zu sagen, sie müssen ihren Schleier ablegen, was sie nicht müssen. Es steht ja nur noch frei, halt dann nicht mehr nach Österreich einzureisen. Ja, mir jetzt, aber den Frauen in Österreich, die dort leben, die auch den österreichischen Pass haben, steht dies nicht frei. Das ist mein Vorteil, den ich jetzt hier als Schweizerin in Bezug auf Österreich habe. Wenn wir aber ein Niqab-Verbot hier in der Schweiz haben, dann keine Frauen, warum müssen Sie als Schweizerin stellvertretend für österreichische Frauen nach Österreich kommen und dort wirklich medienwirksam sich inszenieren, auf die Straße gehen und sagen, ich bin hier voll verschleiert, greift mich an, Polizei, haltet mich fest, kontrolliert mich. Warum machen das nicht jene Frauen, die in Österreich leben und die, wie Sie sagen, so eingesperrt sind und sich so unterdrückt fühlen? Es steht irgendwie so ein bisschen im Raum, dass Sie es in Wahrheit nur deswegen machen, weil Sie provozieren wollen und weil Sie Menschen aus der Reserve locken wollen. Ich würde diesen Punkt unterschreiben, wenn ich alleine in Wien gewesen wäre, aber es formiert sich, es sind Frauengruppen, die sich formieren in Wien, es sind Frauengruppen, ich habe mehrere Frauen getroffen bei mehreren Treffen in Wien, die sich ganz klar, ob jetzt selbst den Niqab tragen oder nicht, zum Teil auch nur das Kopftuch, wo sich ganz klar gegen dieses Verbot auflehnen möchte und wie man auch den Medien entnehmen kann, war ich ja nicht alleine unterwegs in Wien, sondern wir waren ja eine Gruppe von Frauen. Sie sagen, in Wien gibt es Gruppen von Frauen, die sich formieren. Das klingt wie eine Untergrundorganisation, die sich da langsam zusammenrottet, um den großen Aufstand zu proben. Ich glaube, Sie haben selbst dieses Wort verwendet, erstens. Und zweitens, ich glaube, das ist eben genau das, wo ich darauf angesprochen habe. Mit diesem Verbot fördert man nicht den gesellschaftlichen Frieden, sondern man gefährdet ihn. Und es ist klar, wenn Unrecht zu Recht wird, dann wird Widerstand zur Pflicht. Also ist es klar, dass ich einen Widerstand gegen dieses
Gesetz formiert. Also heißt es, es wird eine Rache der Muslime in Österreich erwartet für dieses Gesetz? Kann man das so sagen? Gibt es da Überlegungen, wie man dem Staat jetzt quasi eins auswischt für dieses Gesetz? Nein. Oder was ist das Ziel dieser Gruppierung? Nein, aber es wird natürlich ganz klar überlegt, wie können wir trotzdem unser Leben als Musliminnen weiterleben? Wie können wir publik machen, dass dieses Gesetz ungerechtfertigt ist? Welche Rechtsmöglichkeiten haben wir? Welche sozialen, welche Medienmöglichkeiten haben wir, um dieses Gesetz anzuprangern? Ein Widerstand in dieser Form. Und was haben Sie da den Kolleginnen, den Schwestern, wie Sie sagen, in Wien empfohlen? Wie sollten sich die verhalten? Was würden Sie denen jetzt raten, damit sie da wirklich einen Widerstand gegen das Gesetz formieren können? Eben, ich glaube, das ist nicht meine Aufgabe als Schweizerin, weil ich selbst bin nicht in Österreich sozialisiert. Ich kenne die österreichischen Gesetze nicht. Ich kenne die österreichische Gesellschaft nicht. Das Einzige, was ich sagen kann, ich solidarisiere mich mit diesen Schwestern und ich werde sie nicht alleine lassen. Aber wie sie dagegen vorgehen wollen und können, das müssen sie selbst ausarbeiten, selbst miteinander auch koordinieren. Da kann ich Ihnen keinen Ratschlag geben, weil ich einfach die Lebenssituation in Österreich auch zu wenig kennen. Es klingt jetzt aber dennoch ein bisschen bedrohlich für mich, wenn ich sage, wir machen ein neues Gesetz, der Staat beschließt ein neues Gesetz und dann erzählen Sie mir, Sie waren in Wien zu Besuch, um eben Aufmerksamkeit zu erregen, dass dieses Burka-Verbot ungerechtfertigt ist und dann gibt es auch noch im Untergrund Frauen, die sich zusammenrotten, um da wirklich irgendwie gegen das Gesetz vorzugehen. Ist das wirklich die Art und Weise, wie der Islam demonstrieren will, dass er friedliebend ist? Warum sucht man nicht den offenen Dialog? Warum passiert das im Hintergrund, im Untergrund, dass sich da Leute zusammenrotten? Das passiert ja gar nicht im Untergrund oder so. Das ist ja absolut öffentlich und einsehbar. Man sieht ja auch weiterhin Frauen mit dem Gesichtsschleier tagtäglich auf den Straßen von Wien. Also ich glaube, das ist jetzt von Ihnen sehr theatralisch dargestellt. Das ist auch überhaupt nicht in Verbindung mit Gewalt, wie Sie jetzt das hier weismachen wollen, sondern das ist ganz klar einfach eine Form von Widerstand. Und Widerstand kann durchaus auch friedlich sein. Was ist jetzt das große Ziel, was Sie sich für sich selbst gesetzt haben? Wie wollen Sie das Burka-Verbot kippen? Glauben Sie, können Sie es kippen? Können Sie es hier in der Schweiz verhindern? Haben Sie sich ein Ziel gesetzt für dieses Burka-Verbot? Ich glaube, ich habe mir ganz allgemein ein Ziel gesetzt, dass ich für den Islam einstehen möchte. Ich möchte für die muslimische Frau und ihre Rechte und ihre Freiheit einstehen. Ich glaube nicht, dass wir in der momentanen Zeit die Möglichkeit haben, ein solches Verbot direkt zu kippen oder zu verhindern, aber wir haben die Möglichkeit, auf diese Ungerechtigkeit hinzuweisen. Wir haben die Möglichkeit, Medienaufmerksamkeit im In- und im Ausland zu erzielen, um deutlich zu machen, dass hier ein Unrecht geschieht. Wir haben auch die Möglichkeit von verschiedenen Rechtsmitteln. Also das heißt, Ihr Kampf gegen das Burka-Verbot ist noch lange nicht geschlagen. Sie werden weiterhin da auf die Straße ziehen mit Ihren Schwestern, beziehungsweise werden weiterhin Aktionen starten. Oder ist das jetzt fürs erste Mal gewesen mit Nora Ili und Österreich? Oder wie schaut da die Zukunft aus mit Österreich und Nora Ili? Ich glaube, das ist eine sehr individuelle und auch etwas spontane Angelegenheit. Ich kann nur sagen, ich solidarisiere mich mit diesen Schwestern und wenn meine Hilfe oder meine Unterstützung benötigt wird, dann werde ich Ihnen beistehen. Abschließend möchte ich noch ganz gerne fragen, wie gewalttätig darf denn so ein Weg sein, um auf einen Missstand in einer Rechtslage aufmerksam zu machen? Also konkret die Frage, wären Sie auch wirklich bereit, irgendwie zu sagen, Sie setzen das Recht auf das Tragen eines Niqabs mit Gewalt durch? Wären Sie bereit dazu? Und wie stehen die Männer im Islam dazu? Stehen die hinter den Frauen und sagen die, wir wollen das auch, wir wollen das Niqab-Verbot ebenfalls kippen? Ich glaube, das mit den Männern dahinterstehen ist genauso eine individuelle Frage, wie es für die Frau ist. Möchte ich einen Niqab tragen oder möchte ich nicht? So ist es auch für den Mann eigentlich die Frage, möchte ich, also sehe ich es als Pflicht, sehe ich es als wünschenswert oder nicht? Möchte ich das unterstützen oder nicht? Ist dieselbe individuelle Frage. Es geht ganz klar darum, man muss Widerstand muss nicht mit Gewalt in Verbindung stehen. Wir haben hier im Westen genug Möglichkeiten von friedlichen Möglichkeiten von Widerstand. Also das heißt, muss nicht, kann aber durchaus. Und Sie würden nicht davor abschrecken, dass Sie das Burka-Verbot vielleicht auch etwas vehementer also zum Fall bringen. Eben wie gesagt, ich glaube, Gewalt ist in keiner Art und Weise eine Lösung, weil wir genug andere Möglichkeiten haben, die wir jetzt zuerst einmal ausschöpfen sollten und auf die wir uns auch fokussieren sollten. Also in erster Linie erstmal der friedliche Weg und sollte der nicht zur Lösung führen, dann behalten Sie sich auch alles weitere offen. Ich glaube, in der momentanen Weltlage ist sowieso alles offen, aber wie gesagt, solange die Gegenseite friedlich bleibt, sehe ich keine
Notwendigkeit oder auch keine Berechtigung, um einen anderen Weg einzuschlagen. Und bis anhin funktioniert ja die Kommunikation und kann man auch mit einem Polizisten immer noch freundlich umgehen. Ja, wir haben trotz unseres hitzigen Gesprächs haben wir dennoch einen freundlichen Umgang miteinander. Ich bedanke mich sehr, Nora Illy. Und wir haben Ihnen etwas mitgebracht aus Wien, denn es gibt tatsächlich etwas, was Sie aus Wien vermissen. Es ist Preiselbeerkompott. Viel Spaß damit. Vielen Dank. Also Nora Illy liebt doch noch irgendetwas an Wien. Es gibt das sind einiges. Die süßen Seiten. Dann wünschen wir viel Spaß, hoffentlich bei dem echten Wiener Schnitzel mit klassischen Preiselbeeren. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese spannende Gespräche. Und ich hoffe, auch Sie zu Hause haben es unterhaltsam gehabt, aufregend gehabt und haben sich vielleicht auch ein bisschen mit aufgeregt über so manche eine Meinung von uns beiden. Wer auch immer jetzt Recht haben wird, ist es der Islam, ist es der Katholizismus, ist das Burka-Verbot gut oder ist es nicht gut? All das ist natürlich weiterhin ein großer Diskussionspunkt. Wir werden laufend darüber berichten. Und damit wünschen wir Ihnen noch einen schönen guten Abend. Danke, dass Sie dabei waren. Nach einer kurzen Werbung geht's gleich weiter. Nora Illy, die umstrittene Muslime im großen Interview zu Islam und Burka-Verbot.